Jo Leute, also willkommen in meiner Werkstatt. Ich bin gerade zurück von zwei Cons. Ist mitten im September, beziehungsweise geht schon am Ende vom September zu. Und ja, ich war auf der EF und danach war ich auf der East und dies Jahr war alles ein bisschen eng beieinander und anstrengend, aber ich bin wohlbehalten zurück und werde mich jetzt wieder meinem Arbeitsalltag widmen. Ja. Dieses ganze Video wird sich höchstwahrscheinlich um ihn hier drehen. Den kennt ihr vielleicht vom Rumlaufen. Das Omis. Omis hat sein Suit in der Wärme liegen lassen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Auto war oder was. Aber das hat zur Folge, dass ein paar Sachen geschmolzen sind. Man kann hier mal reinleuchten. Sieht man was? Ja, also da sollten eigentlich Zähne sein. Und was ist mit den Zähnen passiert? Die sind geschmolzen. Können wir mal hier reingucken. Das ist jetzt die Hinterseite, so sieht ein Omis von innen aus. Und sehen wir auch hier, gibt es Schmelzerscheinungen, der ganze Kiefer ist leider lose. Das wird repariert. Und selbiges gilt für das Ohr. Er kriegt komplett neue Ohren. So viel habe ich schon mal beschlossen. Und bei den Augen mache ich auch noch was, auch wenn die hübsch sind. Ja, das wird mich jetzt wahrscheinlich morgen noch den ganzen Tag beschäftigen. Erstmal habe ich jetzt hier nur kurz Schadensanalyse gemacht. Was passiert? Nochmal. Die Zähne sind geschmolzen. Wie kann denn das eigentlich passieren? Da gehen wir mal kurz hier rüber. Hier steht eigentlich schon alles, was das erklärt. Hier mal mein Wasserkocher. Stelle ich mal nicht da drauf, weil es kann zu Bränden führen. Und hier haben wir das Zeug, was dafür verantwortlich ist. Ich hole es jetzt mal nicht raus, weil ich habe Angst, dass die Tüte kaputt geht. Das Zeug da ist auf jeden Fall Plast. Sogenanntes Thermoplastik. Hier klebt auch noch ein bisschen am Löffel. Das Zeug funktioniert so, dass man da heißes Wasser nimmt und da drauf gießt und dann wird das, naja, wird weich. Man kann es kneten mit den Fingern. Man muss aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt, aber auf jeden Fall kann man damit arbeiten. Und bei dem Head von Ormis habe ich damals so ziemlich alles mit Plast gemacht. Das ist der schon ein bisschen was älter. Also sprich, die Zähne waren aus Plast. Und die in den Ohren ist Plast und halt im Kiefergelenk ist Plast. Und es ist mittlerweile eine Sache, die ich in meinen Arbeitsprozessen eigentlich, naja, vermeiden muss. Weil das Zeug, das ist halt, es ist Kacke. Also sicher ist es ganz gut für den Moment, wenn man damit arbeitet und so. Und das tut seinen Zweck. Aber ihr seht es ja selber, er hat den wahrscheinlich nur im Auto liegen lassen. Ich habe jetzt, wie gesagt, gar keine Ahnung, was damit passiert ist. Aber die Temperaturen im Auto reichen schon, dass das Zeug schmilzt. Ne, so ab 70 Grad, 70, 80 Grad wird das Zeug weich. Und dann passieren Dinge, die man nicht will. Dementsprechend kriegt er auch ein neues Gebiss. Das werde ich ihm 3D drucken. Ich habe das Modell von ihm noch. Ja. Muss mal gucken, ob ich die Zunge auch noch retten kann oder ob ich sie austauschen muss. Aber wenn nicht, ist auch kein Drama. Ich habe genug Zungen da. Ja, und ist übrigens nicht der erste Fursuit-Head, dem das passiert. Tatsächlich ist es mit meinem eigenen Fursuit-Head, der jetzt der Wildhund ist, auch schon passiert, dass ich den mal im Auto habe liegen lassen und alles weggeschmolzen ist. Seitdem bin ich da auch weg von dem Plast. Ah, gut, guck mal, der hat sogar auch noch eine Plastzähne. Da muss ich aber auch mal ran an. Wie man sieht, der hat auch schon mal zu viel Hitze gekriegt da vorne. Das Känguru müsste auch noch Plastzähne haben. Hier hinten haben wir noch einen Pheros. Zu dem machen wir auch später irgendwann mal ein Video. Pherus hat auch Plastzähne. Ja, wie gesagt, mittlerweile alles 3D gedruckt in meinen Arbeitsprozessen. Das schmilzt dann nicht mehr ganz so leicht. Wobei man sagen muss, auch der beste 3D-Druck widersteht nicht, dass man ihn im Auto vergisst auf der Windschutzscheibe. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, dass das PLA, das schmilzt sowieso sehr schnell. Aber das Zeug hier zum Beispiel, der Nylon-Druck von Shapeways, der müsste sowas aushalten. Ja. Ja, und das wird wahrscheinlich dann auch den Rest dieses Videos einnehmen, diese Restauration, diese Reparatur. Ich zeige euch noch ein bisschen, wie ich mit den Dateien die Augen mache und wie ich die Zähne mache. Dann werden wir uns mal vielleicht noch den Drucker angucken und dann sehen wir mal weiter. Ja. So, wir fangen heute mit dem kaputten Ohr an. Das muss ich natürlich jetzt abtrennen und komplett neu bauen.
Das Problem ist schon die Art, wie das Ohr konstruiert ist, ist sehr wackelig und das werden wir heute ändern. Ja, hier sieht man noch mal ganz gut das Problem. Ich kann es auch gleich noch mal im anderen Ohr zeigen. Hier ist das Blas einfach brüchig geworden und abgegangen. Und das war eigentlich das, was das Ohr in seiner Position gehalten hat. Und das würde ich komplett austauschen. Ja. Mit ein wenig Glück kann ich das Fell hier von dem Ohr noch weiter verwenden fürs nächste Ohr. Das werden wir gleich sehen, wenn ich versuche, das zu retten. Ja, die Form soll die gleiche bleiben. Ah ja, hier ist festgenäht. Also ich denke mal, das kann man retten. Da hat man das Weiß ab. Weißes Fell habe ich genug da. Das ist nicht so schlimm, wenn da ein bisschen was wegkommt. So, das ist das Fell. Da weiß ich noch nicht, ob ich es wieder verwenden kann. Es sieht noch gut aus. Andererseits müsste ich die Ohren wahrscheinlich ein ganz klein wenig kleiner machen, wenn ich das wieder verwenden will, weil die Ecken hier muss ich nochmal versäubern. Sehen wir dann. So, das hier ist die Innenseite vom Ohr. Das ist definitiv nicht wieder verwendbar. Daher kann ich auch ein bisschen gröber sein und das mal so abschneiden. Ja. Ich habe zum Glück noch ein bisschen was von Ohrmisfell da, sonst wäre ich hier nicht so rigoros. So. Der Filz hier. Der kommt auch weg, aber den brauche ich jetzt natürlich noch als Schnittmuster. Vergangenheitsluna hat damals hier einen Knick reingemacht, der dem Ohr eine gewisse Stabilität gibt. Ist eine okay Technik, kann man machen, aber mittlerweile weiß ich es natürlich ein bisschen besser. Und das werden wir dann hier auch so umbauen, dass es dann auch ein bisschen besser hält. Weil so mag es vielleicht gut halten. Na, funktioniert. Schnappst auch in seine Form zurück. Das ist das Wichtigste. Aber reicht leider nicht. Wenn ich ja Fell dran mache, ist es zu schwer. Dann wird es wahrscheinlich immer so sein. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nehmen wir jetzt das hier als Schnittmuster und dickeren Filz und dann machen wir das. So, den legen wir mal kurz beiseite, den Kollegen. Einohrigen Banditen. So, dann mache ich jetzt hier einfach ein Schnittmuster mit Malerkrepp. Ich weiß, dass das Form kriegen wird. Kann ich hier direkt schon mir ein wenig Klebeband dazu denken. Das werde ich nämlich brauchen. Und wegschneiden können wir immer noch. So.
Ich habe übrigens Schnittmuster von einem Känguru-Ohr. Brauche ich aber nicht mehr, weil die sind schon fertig. Dann machen wir hier weiter. Ich weiß übrigens jetzt schon, dass ich hier eingeknickt haben werde. Das heißt, hier braucht man am meisten Zugabe, hier drüben am wenigsten. So. Das brauchen wir nicht mehr. Obwohl, brauchen wir doch noch. So, gehen wir weg. So, jetzt schon mal das Schnittmuster fürs Ohr. Ich werde mal noch Folgendes tun. Den Knick hier brauche ich nicht mehr. Und den werden wir anderweitig lösen. So. Da spielen jetzt natürlich eine Menge Erfahrungswerte mit rein. Also ich weiß, dass es so ungefähr funktionieren kann. So sieht ein Ohr aus, wenn es fertig, also aufgerollt ist. Ihr persönlich müsst da wahrscheinlich ein bisschen mehr rumprobieren, als ich das hier gerade mache. So, dann können wir mal gucken, ob ich das hier noch irgendwie wiederverwenden kann. Schwierig. Vielleicht so, ne? Ja, komm, machen wir. Ich benutze einfach hier nochmal nämlich ein paar Sachen doppelt, das ist schönes dickes Papier, da kann ich das super für verwenden. So, hier auch nochmal. Gut. Gut, dann haben wir hier ein Schnittmuster für ein Oromis Ohr. Das braucht noch eine kleine Basis, in die sich rumrollen kann. Da müssen wir mal kurz gucken. Ich würde sagen, das könnte man schon so machen. Ich will jetzt sagen, wir machen ja, vielleicht eher so. So könnte klappen. Kurz schauen, ob es reicht. Ja, okay. Das braucht sogar noch mehr. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann nehme ich was ran. Da habe ich zu viel abgeschnitten. Was aber nicht schlimm ist. So. Okay, ja. Ich würde sagen, wir machen mal so. Zack.
So. Ja, so könnte das gehen. Nochmal fürs Verständnis. Das kommt hier rein. So. Wird dann hier rumgerollt. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Ja, wird dann hier rumgerollt. Gib mir mal zu. So, jetzt machen wir hier unten dicht. So. Und schon haben wir das Schnittmuster für ein Ohr. So ungefähr wird es aussehen. Das kommt dann hier ran. Und dadurch, dass wir hier einen Bogen haben, Moment, da kann man das die Kamera gut. Dadurch, dass wir hier so einen schönen Bogen haben, hat das Ohr ein bisschen mehr Tiefe und vor allem Stabilität. Ja. Wie man sehen, ist das Ohr auch um einiges größer als das alte. Das können wir gleich noch beheben. Das mache ich auch direkt, weil das wird eh ein bisschen auftragen. Ja. Und dann kann ich ein bisschen abschneiden. Na, vielleicht. Na, Moment. So. Genau. So wird das neue Ohr aussehen. Das ist jetzt mein Schnittmuster für den Filz. Das hier unten kann ich direkt wieder abmachen, weil das brauche ich gleich. Und kann sich auch die Ecke schön markieren. Da, da, da. So, da habe ich schon mal den Filz. Jetzt kurz gucken hier. Ja, so. Der Filz. Dann schauen wir mal. Das kommt so. Und dann kann ich hier einfach abschneiden. Mir sieht ich dafür auch ein bisschen krassere Schere, einfach um mir meine Kleine nicht kaputt zu machen. So. Ups, das brauche ich erstmal nicht. Wie ihr seht, habe ich hier auch einen ganz kleinen Bogen drin. Auch der verbessert die Stabilität von dem Ganzen. So, machen wir noch eine schöne Kante. Ja, so vielleicht. Dann kann man schon mal schauen und sehen, unser Fell wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, hier ist zu viel Spielraum. Ist leider so. Muss ich ein neues Stück nehmen. Aber das kann man vielleicht trotzdem noch für irgendwas verwenden. Ich werfe mal noch nicht weg. So, dann haben wir hier noch ein Stück. Das kommt so, würde ich sagen. So sieht gut aus. Wir wollen ja die Ohren symmetrisch haben. Deswegen kann ich das eine Ohr direkt als Schnittmuster für das andere nehmen. Hier noch ein bisschen weg. Da, dann gefällt mir das. So, das brauche ich jetzt mal nicht mehr. Hier kommt das. Ja, so.
Das muss zum Glück nicht so genau sein, weil es ist alles ein bisschen, es zieht sich da noch. Aber jetzt haben wir hier die Schnittmuster für unsere Ohren und da wird es was handgenäht. Ja. Wir wollen das ja, wie schon gehabt, so zusammenbauen. Heißt, ich gebe mir das so hin, nehme mir das Stück und gehe dann hier ran. Das ist der Plan. Sieht im ersten Moment noch seltsam aus. Ich werde aber dann sehen, was ich noch mache. So. Ich habe jetzt hier einen sehr reißfesten Faden. Huch. Wenn ihr einen nicht ganz so reißfesten Faden habt, nehmt den doppelt. Bei sowas. So. Jetzt machen wir hier einfach einen Knoten. Wie ihr seht, habe ich das zweimal genäht. Diese Kante ist einfach einer hohen Belastung ausgesetzt und da macht das schon Sinn durchaus, das doppelt zu nähen. Gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, doppelt genäht hält besser. So, jetzt ist es verknotet. Die Form stimmt noch nicht ganz, darum kümmern wir uns aber dann später. Eigentlich ganz einfach, weil ich muss dann bloß die Form so hinkriegen. Mache ich dann, zeige ich euch. Jetzt das zweite Ohr. So. Und dann haben wir zwei Ohren. Sieht interessant aus, nicht? Jetzt müssen wir noch schauen, dass wir ein bisschen die Biegung hinkriegen, so wie wir das gerne hätten. Dazu habe ich hier das Gerät. Filz hat nämlich die Eigenschaft, es schmilzt an. So heißt, ich mache mir hier ein bisschen die Biegung. Mache den hier auf Stufe 1, mehr brauche ich nicht. Wenn ihr es macht, passt auf, dass euch nicht die Finger verbrennt. Das Ding hat 400 Grad. So. Und schon nochmal die Ohrenform, die wir gerne hätten. Vielleicht noch ein bisschen, dann machen wir da oben nochmal. Ich könnte das natürlich jetzt auch nutzen, um mir diese Kanten alle ein bisschen abzurunden. Das quasi anschmelzen, das mache ich jetzt aber nicht. So. Dasselbe machen wir jetzt bei dem Ohr hier noch. Theoretisch könnte ich dasselbe jetzt hier unten auch nochmal machen. Wenn ich hier noch ein bisschen mehr Bogen reinbringe, dann wird das auch stabiler. Brauche ich aber glaube nicht. So. Die sind auch einigermaßen symmetrisch, ja. Hier vielleicht noch ein bisschen die Ecke trimmen. So. Und dann sind die schon bereit fürs Fell.
So, kurzer Schwenk zum Zuschneidetisch. Ich habe hier schwarzes Minky. Das ist übrigens mein Mülleimer, nur dass ihr euch nicht wundert. So, schwarzes Minky, das ist perfekt für die Ohreninnenseite. Und da müssen wir uns jetzt natürlich die Frage stellen, wie wollen wir es haben? Es hat eine Flussrichtung, ja, man sieht es ganz gut. Ich hoffe, man sieht es auch ganz gut auf der Kamera. So hier fließt das Fell, das will nach unten fallen. Da würde ich aber fast sagen, wir wollen das im Ohr, dass das nicht so glänzig ist. Und daher würde ich sagen, wir machen es genau andersrum, als die Flussrichtung ist. Also, normal wäre die Flussrichtung so, aber wir machen es jetzt genau so rum. Dann ist die Ohreninnenseite auch ein bisschen rauer und der Effekt ist so ein bisschen besser. Also kleine Feintuning-Sachen, wenn es euch nicht stört, dann achtet einfach nicht auf die Flussrichtung. Aber ich finde, das kann man immer mal machen. Das ist eine Sache, die wirklich keinen Aufwand kostet, aber eine Menge nutzt. So. Ich kann ja eigentlich sogar noch ein bisschen weiter nach unten gehen, weil ich brauche nicht so viel. Das kann ich... Das ist schon mal klar. Wir wollen ja ein bisschen Fell sparen. So. Jetzt noch das andere Ohr. Na, wir sehen, wir haben es immer so. Und jetzt klappe ich das um 180 Grad. Und dann haben wir es so. Auch hier wieder ein bisschen über den Rand gehen. So, da muss man sich jetzt hier auch entscheiden, ob ich es hier an die innere oder an die äußere Kante nehme. Da oben ist hier eine sehr betonte Innenseite des Ohrs hat, sieht man das, ja, eine sehr betonte Innenseite des Ohrs hat, also sprich, das braune Fell geht hier locker nach innen rüber, werde ich es hier bewusst an die innere Seite nehmen. Ihr seht dann später warum. Und wie man übrigens auch sehr schön sehen kann, ist meine ganze Abmessung schon sehr großzügig gewesen. Das heißt, ich mache jetzt hier unten mal eine ganz kurze Fixierung. So. Nochmal, komm. So, dann kann ich nämlich direkt den Überschuss abschneiden. So. Ja, der muss zum Glück nichts halten. Daher kann ich mir erlauben, sehr große Stiche zu machen.
Ich habe jetzt die beiden Ohren mal fertig gemacht. Man sieht auch ganz schön, das ist eins der alten Ohren. Man sieht auch ganz schön, dass ich mich ein bisschen verbessert habe seitdem. Witzigerweise habe ich hier sogar die Fellrichtung falsch gemacht damals. Wahrscheinlich wollte ich es ein bisschen buschiger haben oder so, wer weiß. Ja, altes Ohr kommt weg, neues Ohr kommt dran. Hier kommt natürlich noch ein bisschen Airbrush dran, damit der oben hier wieder die schwarze Spitze hat. Sehen wir dann. Ja, so, die können wir erstmal beiseite legen. Da werde ich das Fell später noch harvesten. Ernten. Und greife ich mal kurz hier rüber. Wie wir sehen können, habe ich dem jetzt schon beide Ohren abgemacht. Hier gab es ein bisschen Probleme, weil, dann können wir gleich mal ein bisschen die Fäden entfernen, die hier so rausgucken. Müssen wir eh versäubern. Jawohl, das mache ich später. Ja. Hier ist noch der Kern, der aus dem Plast. Und man sieht auch ganz gut, warum das Plast problematisch ist. Mal sehen, ob ich das auf der Kamera kriege. Ja, genau. Hier sieht man, schon angeschmolzen und hat am Fell geklebt. Das ist eine tickende Zeitbombe. Das fliegt raus. Ja, das ist leider können wir das nicht mehr machen, aber brauchen wir auch nicht, weil sobald hier das Ohr so normal drauf ist und festgenäht, wird es auch ohne das Plast super halten. Ne? Sieht man es hier auf der Kamera? Also, na, ihr seht, das ist steif genug. Ich halte es jetzt gerade nur mit der Hand fest, aber das würde halten. So. Soweit sind wir auch noch nicht. Wir müssen nämlich den Kollegen noch kernsanieren. Ja, kernsanieren. Das ist der Stichpunkt. Weil, ich habe es ja schon vorhin mal gezeigt, ist eigentlich weggeschmolzen. Das hier muss wieder reingeklebt werden. Das muss leider mit Plast erfolgen, weil ich da gerade kein besseres Material für habe. Das kommt quasi wieder hier rein, damit er den Kiefer wieder bewegen kann. Aber bis dahin müssen wir uns noch ein paar andere Dinge anschauen. Zum Beispiel sind hier von dem letzten Plast auch Reste, die ich noch irgendwie entfernen muss. Mal schauen, wie ich das mache. Die sind leider sehr tief in das Fell eingedrungen. Kann sein, dass ich sogar das Fell hier vorne austauschen muss, deswegen. Das sehe ich dann. Aber auf jeden Fall muss es ab, weil es ist auf jeden Fall unangenehm zum Tragen. Ja, das wird am Hals kratzen und ach, das kann man keinem zumuten. Und hier sind überall so kleine Plastklümpchen drin. Also ich glaube, das weiße Stückchen Fell hier vorne, ich mache es mir einfach und tausche das einfach komplett aus, weil ich kann es zwar mal versuchen, das hier abzureißen, aber na, wir gucken mal. Und hier ist eine Naht offen? Nee. Gut. Das sieht gut aus. Ja, dann haben wir hier drinnen noch den Lüfter und die geschmolzenen Zähne. Was ich nicht dazu gesagt habe vorhin war, das war sogar so doll zugeschmolzen alles, dass es zusammengeklebt hat. Na, also hier diese Zähne, die waren hier drin und das ging nicht mal mehr den Mund zu öffnen, weil das alles zu einer Masse verkommen ist. Und ich muss jetzt das mal irgendwie erstmal alles rausholen. Dazu werde ich jetzt als erstes den Lüfter ausbauen, damit ich da besser an alles rankomme und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.